Hallo und herzlich willkommen zum ersten Tutorial zum USMRC2 Soundmodul von Beyer. Heute will ich euch zeigen, wie man die Software installiert und anschließend ein Projekt öffnet. Als erstes legen wir die mitgelieferte CD in das Laufwerk ein. Das dauert eine kurze Zeit. Dann kommt der Autostart. So, je nachdem, was man jetzt für ein Windows installiert hat, kommt eben dieses Fenster oder es startet auch gleich. Bei Windows 7 müssen wir jetzt hier auf USM Installer Exe ausführen klicken. So, als nächstes kommt das Installationsfenster. Wir wählen jetzt aus USMRC2 Sound Teacher installieren. So, die Sprache von der Installation wählen wir Deutsch. So, dann machen wir weiter. Hier kann man jetzt wählen, wo man es hin installieren will. Da ändern wir nichts. So, das fürs Startmenü lassen wir auch gleich. Und dann erstellen wir noch ein Desktop-Symbol, damit wir das nachher von da aus starten können. So, dann auf Weiter. Sieht man nochmal eine Übersicht mit allem, was wir eingestellt haben. Und dann installieren wir das. Ja, das geht recht schnell und ist auch schon fertig. Wenn jetzt der Haken hier drin ist und wir gehen auf Fertigstellen, startet der Sound Teacher gleich automatisch. Das machen wir mal. Gut, jetzt sehen wir die Oberfläche vom Sound Teacher. Ja, ist kein Projekt geöffnet, hier steht nichts. Keine SD-Karte eingesteckt, steht hier unten. Gut, dann fangen wir mal an und öffnen ein Projekt von der CD. Dazu gehen wir auf Datei, Projekt öffnen, gehen anschließend auf Computer bzw. Arbeitsplatz. Dann klicken wir doppelt auf unser CD bzw. DVD-Laufwerk in dem Fall. So, dann sehen wir alles, was auf der DVD drauf ist. So, die Soundprojekte befinden sich in dem Ordner USMRC2 Sounds. Da klicken wir doppelt drauf. Jetzt sieht man die ganzen Projekte, die sich auf der DVD befinden. Gibt es also viele verschiedene Projekte. Panzerprojekte, Pistenraupen, Schiffe, Traktoren und so weiter. Ich wähle jetzt einfach mal einen Truck aus als Beispiel und dann nehme ich den Scania V8 mit Turbopfeifen. Dazu klicke ich jetzt doppelt drauf auf den Ordner. Jetzt sieht man hier oben die Projektdatei Scania V8. Das .usm wird je nach Windows-Einstellung angezeigt oder auch nicht. Bei mir wird es jetzt in dem Fall angezeigt. Also die klicken wir dann einmal an, die Projektdatei, und gehen dann auf Öffnen. Jetzt werden die ganzen Sounds geladen. Das sieht man jetzt hier, welche Soundslots belegt sind. Wie das genau funktioniert, erkläre ich dann in einem späteren Tutorial. Gut, dann ist das Projekt fertig geöffnet und wir können es jetzt auf eine SD-Karte übertragen. Dazu steckt man die SD-Karte jetzt in den Kartenleser ein. Und falls die SD-Karte hier unten nicht angezeigt wird, geht man zunächst auf SD-Karte und wählt das richtige Laufwerk aus. In meinem Fall wäre das jetzt F.
So, jetzt hat er die Karte erkannt. Erkennt man jetzt hier unten. Das ist die Datenträgerbezeichnung, das Laufwerk und hier steht die Speicherkapazität von der SD-Karte. Ja, dann ist es soweit alles erledigt und wir können die Daten auf die SD-Karte speichern. Dazu klicken wir hier unten auf Projektdaten auf der SD-Karte speichern. So, jetzt können wir hier sehen, wie er die einzelnen Daten überträgt. Das dauert eine Zeit, weil wir das jetzt zum ersten Mal übertragen. Wenn später nur die Konfiguration übertragen wird, geht es natürlich viel schneller. So, alle Projektdaten gespeichert, SD-Karte kann entnommen werden. Also, das war's. Gut, dann können wir jetzt die SD-Karte wieder entfernen. Erkennt man dann auch hier, SD-Karte nicht eingesteckt. Das war's dann jetzt auch. Was man aber dazu jetzt natürlich noch sagen muss, wir haben jetzt ja ein Standardprojekt übertragen und je nach Modell und nach Kundenwünschen müssen da natürlich noch Sachen angepasst werden. Wie das genau funktioniert, will ich dann in späteren Tutorials zeigen. So, dann bin ich jetzt am Ende angelangt und ja, ich freue mich dann auf jeden Fall schon mal auf das nächste Tutorial. Vielen Dank fürs Zuschauen.